Du hast nichts erreicht. Die Ensanglante wird jeden einzelnen von uns allen überleben. Anna ist tot. Als ich die Kehle durchgeschnitten, nachdem ihr klar wurde, was du ihr angetan hast. Sie war erlebt. Sie wurde gezwungen. Von dir. Diese Stadt wird brennen, Mr. Clay. Es war Lincolns Idee, Anna neben seiner Familie zu bestatten. Trauer. Sie kann dich überwältigen, wenn du es zulässt. Ersticken sogar. Dich regelrecht auslöschen. Doch einen Ausweg gibt es. Suche das Licht in denen, die dich umgeben, und halte sie fest. Selbst das kleinste Flackern kann Hoffnung geben. Etwas Frieden. Ich denke, dass Lincoln in Anna dieses Flackern sah. Bloß, leider wurde ihm der Einfluss, den sie auf ihn hatte, erst klar, als sie nicht mehr da war. Ja, Annas Tod war sicherlich tragisch. Aber ich weiß, dass sie in ihrem Tod den Frieden fand, den sie im Leben suchte. Lincoln wiederum, ich bin mir sicher, was Anna durchlebte, hat ihn nur in seiner Überzeugung bestärkt. Auch das Leben kann schlimmer sein als der Tod. Lincoln wusste das besser als jeder andere. Bevor ich's vergesse, deine Tante Lilly hat sich wieder gemeldet. Sie hat gesagt, sie kommt her, mit dem Bus. Sie würde es zu schätzen wissen, wenn ihr Neffe sie abholt. Freue mich, sie wiederzusehen. Vielen Dank, Vater. Wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ich hab hier einen Wagen für dich. Das ist eine große Hilfe.
Danke, lieber Gott. Hey. Alles gut, Tante Lou? Besser. Jetzt, wo ich dich sehe. Aber lass uns losfahren, ja? Wo ist dein Wagen? Bring mich zum Sammys. Sicher? Sicher. Vater James hat mir von deiner Freundin erzählt. Anne? Anna. Sie ist gestorben. Wohin hat's dich verschlagen? Dahin, wo Sammy und ich aufgewachsen sind. Ah, auf einer Farm. Als Pächter, oder? Bis unser Daddy sich verletzt hat und nicht mehr arbeiten konnte. Sammy hatte das Land vor einigen Jahren zurückgekauft. Lincoln, du solltest niemals unterschätzen, wie wichtig einem Schwarzen sein Besitz ist. Vater James hat mich gebeten, mich fernzuhalten, nachdem... Er sagte, du seist hinter denen her, die das getan haben, hinter Marcano. Arbeite dran. Oh nein. Was haben die dem Laden nur angetan? Dann schauen wir uns mal den Schaden an. Pass doch auf, Mann. Ist nicht mehr viel da, womit man arbeiten kann, aber das Grundgerüst ist mehr oder weniger intakt. Die Inneneinrichtung muss komplett raus. Du willst Sammys Bar wieder eröffnen? Oh, ich will, dass du das tust. Ich werde dir nur helfen, den Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Vielleicht auch ein paar Verbesserungen hier und da. Ich weiß doch nicht, wie man eine Bar führt, Tante Leo. Fang an, dir darüber Gedanken zu machen. Die Leute im Hollow müssen sehen, dass Schwarze ihr eigenes Ding durchziehen können. Genau wie Sammy. Hör mal, wenn du willst, brauchst du mir nur die Kohle für die Reparaturen zu besorgen. Ganz schön mitgenommen, aber ich hab schon... Sag Bescheid, wenn du mit der Renovierung anfangen willst. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Hollow schicken würdest? Ich geh noch eben pissen, dann bring ich ihn raus zu dir. Ich hab hier einen Wagen für dich. Das ist eine große Hilfe. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Hollow schicken würdest? Bin stockbesoffen. Könnte nicht mehr fahren, wenn mein Leben davon abhänge. Versuche es später nochmal. Was ich erwartet habe. Das war ein Fehler. Ich will keinen Ärger. Sie arbeiten auf der Müllkippe und haben Informationen für mich? Sie sind doch Maria, richtig?
Mhm, Maria Bava. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten auf der Müllkippe. Debitorenbuchhaltung. Glamourös, ich weiß. Die Firma leitet Paul Simmons. Den nennt aber jeder Papi. Sorgen Sie dafür, dass er aufhört. Dass er womit aufhört? Müll in der Bucht zu verklappen, Fahrer anderer Müllfirmen zu erpressen. Aber das ist... Die machen aber noch weitaus Schlimmeres, oder? Mister, die bringen Leute um. Papi, Mr. Simmons, redet am Telefon immer ziemlich laut. Er hat sich mit einem von der Putzkolonne gestritten. Sagte dauernd, sie seien dafür bezahlt worden, jemanden loszuwerden. Wissen Sie, wann die Putzkolonne kommt? Nein, aber vielleicht weiß es einer von den anderen, die für die Müllkippe arbeiten. Ich finde mal was über diese Putzkolonne raus und über den Rest der Müllkippengeschäfte. Sie haben richtig gehandelt. Alles wird gut. Ein paar von Mr. Simmons Leuten könnten mehr über die illegale Müllentsorgung wissen. Und die Leichen. Lass mich bitte nicht sterben! Lauf! Renn! Die sind direkt hinter uns! Frag mich, wo er das Ding aufgelesen hat. Dieser Wichser ist wohl geschäftlich unterwegs. Was will er mit der Knarre? Reingegeben. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ja, vielleicht soll ich ihn in Ruhe lassen. Pass auf, Arschloch! Oh, Scheiße. Hier gibt's nichts zu sehen. Schwer ab! Seht ihn! Du bist tot und du merkst es nicht! Da hat jemand Ärger! Verschnell dich! Ich finde den Fixer schon. Ich glaube, das Arschloch ist hier noch irgendwo.
haben einen Mann verloren. Du denkst nur, du kannst dich vor uns verstecken. Das Schlimmste waren die Vögel. Und da bin ich echt stinkig. Ich fahre diesen Haufen Abfälle vom Fischmarkt raus und...